Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, in der heutigen Folge wollen wir es jetzt noch einmal gegen Rot versuchen. Fester haben wir ja schon aufs Maul gehauen, ist schon ein paar Folgen her. Die Feldräuber da hinten, die spawnen alle nach, immer wieder, regelmäßig. So, Sentenzer. So, und da haben wir Rot. Jetzt sind wir aber auch von Stärke her ein bisschen besser gewappnet. 43. War doch seine Entscheidung. So, ich speichere jetzt hier einmal und dann legen wir uns noch einmal gegen Rot an. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. So. Ich werde dir wohl. Versuchst du. Das will doch keiner wissen. Mein Gott, komm. Jetzt! Gib alles! Davon lasse ich lieber. Okay, komm. Das muss jetzt klappen, oder? Gib alles! Der weiß ja nicht. Zeig's ihm! Er ärgert mich nicht. Jo? Okay. Gib alles! Ah, nein! Da war jetzt ein Fehler von mir. Aber okay. Komm, komm, komm. Ja, ja. Nicht schlecht. Ja! Weg mit der Waffe! Na bitte. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und zwei Stängel kriegen wir. Rotz, zwei Händer. Alter, geil. Wir haben es geschafft. Oh, Eintopf. Wo kriegen wir mal den Eintopf her? Wie viel für seinen Zweihänder brauchen wir? Ja, nice. Versuch das ja nicht nochmal. Warte mal. Gut, du hast gewonnen. Was willst du? So. Will mich den Söldnern anschließen? Ich will mich den Söldnern anschließen. Was hältst du davon, mir erst mein Schwert zurückzugeben? Hm? Nein, ich will es behalten. Ich will es behalten. Ja, hier hast du dein Schwert zurück. Hier hast du dein Schwert zurück. Wurde auch Zeit. So. Ich will mich den Söldnern anschließen. Okay, ich bin nicht nachtragend. Du kannst kämpfen. Das ist es, was zählt. Die meisten Jungs hier nehmen eine kleine Prügelei unter Freunden nicht ernst. Wirst du noch merken. Meinetwegen kannst du mitmachen. Okay, alles klar? Alles klar? Was willst du, Wurst, denn von mir? Okay. So, quatschen wir dann erstmal mit Jarvis. Ich wollte das Schwert behalten, Mann. So. Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Rot sieht nicht mehr ganz so gut aus. Fester hat versucht, mich zu verarschen. Das war sein Fehler. Ich war bei Raul. Und? Er hatte die Schläge dringend nötig. Das reicht, das reicht. Ich bin beeindruckt. Wenn Lee mich fragt, kann ich bedenkenlos für dich stimmen. Nice, Jarvis-Stimme haben wir. Dann reden wir jetzt nochmal mit Torlock. Können wir jetzt hoffentlich endlich... Warte mal, wie viele... Wir haben fünf. Fünfmal Sumpfkraut. Wie viel Gold haben wir? 206. Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Mein Ruf bei den Söldnern. Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen, wenn du mitmachst. Jarvis meint, du stehst auf der richtigen Seite. Kord denkt, du wärst gut genug, um anzufangen. Seifer sagt, du schuldest ihm noch einen kleinen Gefallen. Du wüsstest schon, worum es geht. Ja, das Kord hast du wohl überzeugt, dass du stark genug bist. Sentenza will für dich stimmen. Er sagte, du wärst ein sehr vernünftiger Mann. Von Silvio und Bulko brauche ich wohl gar nicht erst zu reden. Die beiden Schwachköpfe sind gegen jeden. Basta meinte, du wärst okay. Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Die meisten hast du wohl überzeugt, indem du die Probe bestanden hast. Obwohl viele meinen, einem Bauern die Pacht abzuknöpfen, wäre für eine Probe zu leicht gewesen. Meine Stimme hast du jedenfalls. Und du hast einige faire Duelle gewonnen.
viele der Söldner respektieren das. Die meisten Söldner sind für dich. Von unserer Seite aus kannst du jederzeit bei uns anfangen. Okay, dann würde ich... Lee, er wird dir alles weiter erzählen. Dann würde ich aber erstmal vielleicht noch die letzten 5 Stängel Sumpfkraut organisieren. Zeitverstimme will ich auch noch haben, gerade weil er auch aus der alten Strafkolonie ist. Eine Stimme mehr wäre ich auf jeden Fall für, dass wir die noch holen. Wir müssen zusehen, dass wir wieder an Geld kommen. So. Dann wäre das wahrscheinlich schon der Start ins nächste Kapitel. Gehe ich mal von aus. Sobald wir da Mitglied sind. Also erst einmal vielleicht das Ding wieder. Ich hätte trotzdem gerne eine bessere Waffe. Achso, und so, Gürtel der Kraft. 2 Stärkepunkte zu wenig, okay. So. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. 5 Stängel noch. Die müssen wir jetzt irgendwo zurückkaufen. Die Frage ist nur von wo. Wem haben wir die verkauft gehabt? Na, immerhin bleiben ja die Quests über die Kapitel auch noch erhalten, zumindest war so. War es im ersten Teil von Gothic. Ah ja, wir können... Nee, da gehen wir mal nicht hin. Zur Innenstatue da. Und beten ausnahmsweise mal nicht. Fünf Stängel noch. Aber ich wollte wirklich sein Schwert behalten. Das war so ein schönes Schwert. Oder für nächsten nochmal 6 könnten wir rein theoretisch irgendwo. Ja, für 6 Lernpunkte könnten wir bei Hada, genau, bei Hada war das, einen Zweihänderschmieden lernen. Einen guten. Ich hoffe mal, also ein edles Zweihänderschwert. Das wäre schön, wenn er das uns beibringen würde. So. Da sind wir auch schon mal wieder in Corinnes. Wie viele Ringe können wir mal tragen? 2, glaube ich, oder? Oder nur 1? So, bei der hatten wir ja schon geguckt. Die hat ja nichts dergleichen. Ach, erzähl mir nichts. Was ist mit ihm, Jora? Zeig mir deine Ware. Das ist ja interessant. So, Wolfszahn, Kurzschwert, Buchenbogen, Kurzbogen. Das ist ja interessant. Hat er leider nichts. Keine Stängel. So kann ich nicht aus dem hier Waffen rausnehmen. Hakon, zeig mir deine Ware. Milizgürtel. Das war ein Fehlkauf einmal, aus Versehen. Mein Mann sieht das anders. Lachtaxt. Wer muss die Arbeit ja machen? Redet einfach zu viel.
So, Greg, der hat das nicht. Hier haben wir dem Sumpfkraut verkauft, Zuris. Worum soll ich mich denn noch? Zeig mir das. Was ist denn das für ein Amulett? Amulett der Erleuchtung. Und Gürtel der magischen Abwehr. Das ist ja schrecklich. Das habe ich schon immer die Arbeit ja machen. Hey, du. Ja, genau so. Zeig mir deine Ware. Mit Augen gesehen hätte. Das ist ja keine Klängel. Noch alles kümmern. Er sollte lieber den Einkreisen. Wer hat die jetzt? Bartok. Hey. Wie man schleicht. 5 Lernpunkte. Ach so, der kann auch schon Schleichen beibringen. Okay, gut zu wissen, dass es hier immer wieder mal irgendwo Leute gibt. Pablo, nee, danke. So, Brian. Hey. Was kann ich... Ich könnte... Nee, der hat nichts. Auf wem habe ich die jetzt verkauft? Hier, hey. Torben? Kannst du mir Dietrich verkaufen? Nee. Dietrich brauche ich jetzt nicht. Regis? Habe ich ihm das verkauft, Bosper? Zeig mir deine Waren. Oder hat er die schon alle selber geraucht? Hier, Ring der Geschicklichkeit. Silberner Ring. So, rostiges Schwert, Dolch. Was mit dem? Matteo? Na, Rupert. Ich habe so einiges gehört. Zeig mir deine. Der hat auch nichts. Über gar nichts mehr. Hallo, hör auf, den anzuvisieren. Ist das wirklich wahr? Zeig. Keiner hat mehr Stängel, ne? Wäre Nagelkeule. Rostige Axt. Bin ich mir nicht sicher. Ein Degen. Irgendjemand muss die Stängel doch noch haben, oder? Regis? Ist hier irgendwas Aufregendes passiert? Ach nee, alles ruhig. Schätze, wenn die Orks kommen, werden wir es hören. Da kannst du hier nichts dran ändern. Okay. Die Probleme habe ich kommen sehen. Wer hat jetzt das Sumpfkraut? Die ist ja auch noch Händlerin. Fenia. Zeig mir deine Ware. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Kein Sumpfkraut. Ja, wo ist das Sumpfkraut hin? Ich hatte hier mal Sumpfkraut irgendwem verkauft. Wem habe ich das verkauft? Hier drinne vielleicht? Nicht bei Bürger, sondern bei dem hier, Cardiff. Nee. Dem konnten wir nichts verkaufen. Hier dem Brahmin. Zeig mir deine Karten. Karte von Corinas, ne, danke. Komm später nochmal wieder. Ja, ja. Wem habe ich das verkauft? Im Buch haben wir das definitiv nicht verkauft. Haben wir es halber verkauft? Zeig mir deine Fische. Zeig mir deine Fische. Und das wird noch viel schlimmer. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich Sumpfkraut herhole. Boah, ich finde es aber geil, dass man hier so einfach über die Dächer klettern kann. Hey, du. Ich will bei dir trainieren, 50 Gold zahlen. Ich will bei dir trainieren. Gut.
Wir können anfangen, sobald du bereit bist. Ich will stärker werden. Ah, nein. Bei ihm kann ich jetzt aber nichts kaufen, ne? Jetzt habe ich auch noch 50 Gold ausgegeben. Ignaz. Zeig mir deine Ware. Niemand hat mir die Kräuter. Den Sumpfkraut. Verdammt. Okay, machen wir dann. Außer jetzt hier halt über die Dächer klettern. Von Corinus. Obwohl, es macht schon Spaß. Sieht schon nice aus, muss ich ehrlich sagen. Können wir hier auch noch drauf? Nein, du musst da hoch. Ja? Neu hier. Einfach hier hoch, ja? Das habe ich schon immer gesagt. Oh. Ja, genau. Und dann. Oh, nice. Okay, hier hoch geht das auch. Okay, wir kommen auch hier hin. Silberner Ring. Hier liegen Sachen auf den Dächern. Okay, hier sehe ich jetzt nichts. Dietriche. Liegt hier noch was? Jetzt will ich es wissen. Hier hinten liegt jetzt nichts. Boah, wir können einmal die Dächer von der kompletten Stadt absuchen. Wenn wir nur weit genug springen könnten. So, komm. Okay, hier wird es ein bisschen schwieriger. Aber gehen wir mal hier hoch. Die Dächer. Komm, einfach hoch. Hier liegt was? Pech. So, hier oben. Da liegt was. Honig. Hier liegt was. Das ist eine schlimme Sache. Lederbeutel. Boah, ich hoffe, da ist Sumpfkraut drin. Voller Münzen, okay. 50 Münzen, die haben wir schon mal wieder drin. Der arme Kerl kann einem leid. So, da haben wir auch noch einen Lederbeutel. 25 Münzen. Da liegt was. Ein Trank, okay, nice. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Da liegt auch noch eine Spruchrolle. Okay, wie geil ist das denn, dass hier einfach mal auf den Dächern was rumliegt? So ein bisschen Loot. Warum springen? Ich habe auf Springen gedrückt. Ist das wirklich wahr? Noch ein Trank? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Okay, hier sehe ich jetzt nichts mehr rumliegen. So, dann das Dach noch. Ein Schritt. Ja. Okay, nice. Ah, hier ist noch was. Lederbeutel. Da. Nochmal 25. Das Dach waren wir jetzt noch nicht, oder? Doch, hier waren wir.
super, aber nice. Jetzt irgendwie auf die Dächer mal hingehen und gucken. Da muss doch auch noch was da sein, oder? Ne, hier kommen wir nicht hoch. Na, aber wo kriegen wir jetzt die restlichen Sumpfkräuter her? Ja, Ranga, stimmt. Willst du noch ein Bier? Willst du noch ein Bier? Klar will ich noch ein Bier. Besorg mir eins. Habe ich kein Bier? Ich habe kein Bier, oder? Ich habe kein Bier mehr, okay. Nein, nicht auf Bartok. Hey, komm näher, mach mal Pause und trink mal einen kühlen Schluck Bier. Lord André hat ein paar Fässer Freibier gestiftet. Ist ab sofort das Kriegsrecht ausgerufen. Ja, okay. Alle bürgerlichen Richter haben mit sofortiger Wirkung ihre Aufgaben an den König mit den Paladine zu übertragen. Der ehrenwerte Lord André ist angewiesen worden, jegliches Vergehen oder Widerstand gegen die Garde des Königs aufs Schwerste zu bestrafen. Ich will Sumpfkraut. Ein paar Stängel. Und das kriegen wir jetzt erstmal so nicht, ne? In seiner Weisheit. Das ist ja schrecklich. Wem haben wir alles was verkauft gehabt? Schlimme Zeiten sind das. Das ist jetzt die Frage. Oder warte mal. Gibt's nicht im oberen Viertel auch noch ein paar Händler? Hatten wir da nicht auch nochmal vielleicht was verkauft? Ich glaube da nicht dran. Oder täusche ich mich von Erinnerung her? Also da will ich jetzt auch mal hingehen, nochmal gucken. Da gab es ja auch ein paar Händler. Aber vielleicht hatte ich den da irgendwie sowas angedreht. So, bisschen schneller. Die Probleme habe ich kommen sehen. Wenigstens dürfen wir hier. Ich glaube nicht, dass ich da was. So, wer war denn Händler? Nicht Gerbrand. Ich hätte das anders gemacht. Das interessiert mich nicht. Stadtwache. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Das hat er wirklich. Was ist mit dem? Das hätte er auch selbst wissen können. Darf ich hier so rein? Das ist wirklich nicht mein Problem. Ja, ich gehe schon raus, ich gehe schon raus, ich gehe schon raus. Ich dachte, das wäre ein Laden. Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Dass die mich hier sofort die Probleme habe ich kaum sehen. Angreifen. Aber wo finden wir jetzt? Hatten wir hier oben nicht einen Laden? Okay, egal. Werden wir wohl so nicht finden. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Aber wir können das... Oder warte mal. Den Mana-Sense können wir ja verkaufen. Hier Honig. Können wir aber futtern. Ja, beißen wir erstmal... Bei Holder können wir saufen. Ja, schön da angelehnt. Und dann schön saufen. Obwohl eigentlich, ja, ich will Cypher noch zumindest auf unserer Seite haben. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. So, komm, das muss doch schneller gehen. Komm. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Wir haben aber auch zu viel von den Dingern geraucht, ne? Ja, komm, jetzt mach weg. Mach weg. Komm, weg. Ich hätte das anders gemacht. So, dann haben wir die Dinger schon mal weg. Alter. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich dann können wir Boss war den anderen Scheiß da verkaufen. Zeig mir deine. So, was wir nicht brauchen. Haben wir ein bisschen was. Werkebonus gibt das. Das müssen wir nehmen.
Wir brauchen noch einen Drachenwurzel. So, Pech können wir verkaufen. Silberner Ring. So, das behalten wir erstmal. Die behalten wir auch, aus irgendwelchen Gründen. Könnte hier nützlich sein. Eisfall können wir verkaufen. Passierschein. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, oder? So. Ja, komm, weg mit dem Wein. Und damit weg. Heilpflanze. Ja, passt. Erstmal passt. So. Stärke plus 1. Nice. Wie viel haben wir jetzt? 49. 49 Stärke. Boah, wir brauchen mehr von diesem Drachenmoos. Aber der Mensch und das Tier führten Krieg auf. Was ist mit Vatras? So mehr. Ich will Adanos etwas spenden. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Erzähl mir. Kannst du mich heilen? Nee. Der ist irrelevant. Für mich jetzt gerade. Also nicht für die Story, sondern für mich jetzt gerade für das, was ich haben will. Ich weiß, dass Vatras irgendwie sagt, was mit der Story zu tun hat. Das ist ja schrecklich. Wenn man sich auch Adanos anschließt. Und dem Kreis des Wassers. Dann gibt es dann noch Kreis des Feuers. Banditen und Miliz. Paladine. Also sind das eigentlich vier Lager, denen man hier beitreten kann, oder wie? Gehe ich mal von aus. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt das Sumpfkraut herhole. Die letzten fünf. Die Leute haben das zu schnell hier geraucht, oder was? Ja, egal, dann schließen wir uns direkt mit schweren Herzens den Banditen sofort an. Und kümmern uns um Cyphers Aufgabe da später. Ich glaube, wenn wir uns später drum kümmern, kommen wir so oder so noch an Sumpfkraut ran. Stängel Sumpfkraut. Aber so erstmal dauert's. Ja, wir beeilen uns auch mal, um da anzukommen. Aber dann quatschen wir direkt mit Lee. Und wie viel? Ja, 3500 für die nächste Stufe. Dann können wir vielleicht nochmal auf zwei Händler gehen. Aber Hauptsache, wir kriegen jetzt erst einmal eine bessere Rüstung. Die ist mir jetzt wichtiger, dass wir jetzt erstmal eine vernünftige Rüstung haben. Klar, es wäre mir lieber, wenn die Rüstung jetzt so in den Farben wie bei den alten Lager ist. So schwarz-rot mit ein bisschen Silber. Wäre mir viel, viel lieber. Aber wir sind hier jetzt, wir wollen in der Position, wir wollen unseren Freunden beitreten. Hier Cavalorn, Lee, Gorn, Diego, Cypher, Buster, Wolf, Jarvis. Alle aus der alten Kolonie. Wir wollen ja Diego, Gorn und so auch noch befreien. Und ich gehe mal von aus, dass die ja ebenfalls hier Lee sich anschließen werden. Gomez gibt es ja, glaube ich, nicht mehr, so wie ich das mitbekommen habe.
Naja, dann gehe ich wirklich von aus, dass wir uns den hier anschließen werden. Und, also, wir definitiv denen, aber das unsere komplette Truppe. Ich weiß jetzt nicht, ob Lester sich auch noch hier denen anschließen wird oder immer noch so ein Freigeist ist. Und jetzt ist auch die Frage, was ist eigentlich mit Milton? Na egal, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schließen wir uns den Banditen endlich mal an. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.